Früher fungierte der Wallhofturm aus dem 17. Jahrhundert als wichtige Aussichtsplattform. Heute ist er Rannersdorfs Wahrzeichen und fest in den Händen des Kulturvereins Wallhof Rannersdorf, die zu ihrer österlichen Turmausstellung luden. Auf 3 Etagen stellten die Mitglieder frühlingshafte Malereien, Osterschmuck und Strick- und Filzwaren aus. Am vergangenen Wochenende war es zwar kälter als zu Weihnachten, andererseits steht wohl doch bald der Frühling vor der Tür und natürlich Ostern. Deshalb lud der Kulturverein Wallhof wie jedes Jahr um diese Zeit zur Ausstellung von Zeichnungen, Aquarellen, Acrylbildern und Kunsthandwerk. Außerdem konnten die Osterausstellungsbesucher verschiedenste, liebevoll handgemachte Gegenstände des Kunsthandwerks sehen und als Mitbringsel mit nach Hause nehmen. Wie viele Mitglieder seid ihr? Da sind ja sehr viele Motive hängen hier. Malende Mitglieder sind ungefähr 22 und restliche Mitglieder 60. Und die 60 Mitglieder. Und Sie malen selber auch? Ja, ich male selber auch. Sie gehen in die Natur hinaus oder wo finden Sie Ihre Motive? Ja, wir fotografieren sehr viel und tun dann da herinnen die Motive, die wir fotografiert haben, umsetzen. Dieser Ausstellungsraum ist ja was ganz Besonderes hier. Ja, hier war früher das Heimatmuseum von Rannersdorf und das hat sich aufgelöst, das Heimatmuseum. Und wir erhalten den Turm und schauen, dass das lebendig bleibt, also ein lebendiges Zentrum in Rannersdorf. Wissen Sie, wie der Kulturverein dann die damaligen Obleute da auf den Turm gekommen sind? Da war eine Kerngruppe, ja, die sich einfach für den Turm als Gebäude interessiert hat, als Wahrzeichen Rannersdorfs. Und die haben sich gedacht, ja, das wird zugrunde gehen, wenn wir nicht etwas jetzt tun. Das wird die Triebfeder gewesen sein. Wir machen also alle möglichen Handarbeiten von Stricken und Häkeln und auch Filzen. Also sehr gern das Taschenfilzen. Also das ist ein Strickfilzen, wenn ich da was zeigen kann. Also das wird gestrickt und dann gefilzt. Und wir haben auch verschiedene Gestecke, Bastelarbeiten. Ja. Wir treffen uns da einmal in der Woche und es macht uns eigentlich sehr viel Spaß. Wie lange sind Sie schon beim Kulturverein dabei? Mehr als 10 Jahre. Ja. Sie kommen auch jede Woche hierher zu malen? Jede Woche komme ich. Früher habe ich Aquarell auch gemacht, aber meine Wohnung ist sehr, sehr klein. Deshalb habe ich keinen Platz mehr. Jetzt komme ich einmal im Monat zum Acrylmalen und einmal komme ich auch zu zeichnen. Unser Ziel ist, den Turm als Wahrzeichen Rannersdorfs und als kulturelles Erbe ins Bewusstsein der Bewohner Rannersdorf zu bringen. Aber nicht nur Rannersdorf, sondern auch schwächerer Teils und anderer Teile unserer Stadt. Weil wir denken, dass es ein Kulturjuwel ist eigentlich, dieser Turm. Was ist so jetzt als nächstes hier zu tun im Turm? Ja, also eigentlich wird hier direkt gemalt im Turm jede Woche. Mittwoch ist der Maltag, es wird am Montag ist der Kunsthandwerkstag. Und sonst haben wir auch eine Demonstranz draußen fürs Acrylmalen, weil sich das hier nicht ausgeht. Also erlebt er es ja wirklich, jede Woche ist hier wer drinnen. Es ist nicht nur zu Ostern und Weihnachten offen, nur Ostern und Weihnachten ist es so gestaltet, dass Besucher kommen können und besichtigen können. Muss in der nächsten Zeit wieder irgendwas renoviert werden? Ja, also im Moment, glaube ich, sind wir ganz gut im Schuss. Wir würden uns natürlich eine bessere Parkplatzsituation wünschen. Da sind wir schon sehr arm dran. Ja, aber man ist uns auch entgegengekommen seitens der Verwaltung und ein paar Parkplätze für die Veranstaltungen freigehalten. Eigentlich sind wir zufrieden. Ja. Wenn man da heute beim Fenster rausschaut, es schneit, also muss man unbedingt eigentlich hierher kommen. Naja, wir haben die ganzen Schneebilder, die haben wir alle weggegeben. Jetzt, wenn wir gesagt haben, Ostern ist, wir können keine Winterbilder ausstellen. Aber heute wären sie vielleicht passend gewesen.